Der Name der Hainbuche ist wirklich etwas irreführend, denn die ist näher mit der Hasel verwandt als mit unserer heimischen Rotbuche. Und tatsächlich sieht sie der Buche auf den ersten Blick relativ ähnlich. Die haben nämlich beide eine recht glatte Rinde und auch die Form der Blätter ist ähnlich. Es gibt aber ein paar Merkmale, an denen man die Hainbuche ganz gut von der Rotbuche unterscheiden kann. Und dafür hilft, finde ich, am besten der Blick auf die Blätter. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Die Blätter der Hainbuche sind nämlich im Gegensatz zu den glattrandigen Blättern der Rotbuche deutlich gesägt. Also der Blattrand, der ist ganz unregelmäßig. Und außerdem sehen die Blätter der Hainbuche durch diese deutlich hervortretenden Blattnerven so ein bisschen aus, als hätte man die gefaltet. Und im Moment, da sind die Früchte an der Hainbuche zu sehen. Die sehen richtig, richtig schön aus und die zeige ich euch jetzt mal. So, hier sieht man die. Die Fruchtstände, die hängen nämlich richtig lang von den Bäumen herab. Bis zu 15 cm können die lang werden. Und an jeder kleinen Frucht, beziehungsweise genau genommen an jeder Nuss, hängt ein flügelartiges Blatt. Und damit werden die Früchte dann im Winter vom Wind davongetragen und segeln schließlich in Spiralen zur Erde herab und können dort keimen.